Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und hallo liebes Nestle-Team, falls ihr das seht, vielen, vielen Dank. Und zwar, damit ihr auch versteht, warum ich mich bedanke, ich weiß nicht, ob Nestle es sehen wird, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem sage ich danke, denn das finde ich wirklich sehr schön. Und zwar habe ich mir vor ein paar Tagen, ihr wisst ja, ich liebe diese Schokocrossis, die ganz normalen. Habe mir da auch wieder ein Paket geholt gehabt und die Außenverpackung, also diese Pappverpackung war zu, verschlossen, war nichts dran und dann habe ich die aufgemacht und dann waren diese Plastiktütchen, wo die Schokocrossis drin sind, die waren offen gewesen. Und da wusstest du nicht, ist das jetzt ein Verpackungsfehler? Sind die irgendwie aufgerissen? Keine Ahnung, konntest du nicht ganz so gut erkennen. Und da ist mein Mann nach Hause, oder als er nach Hause kam, ich sage, hör mal, guck dir das mal an und alles. Ich so, ich habe die an die Seite gestellt, weil ich wusste nicht, was ist jetzt damit, ne? Ja, da ist er hingegangen und hat Fotos gemacht. Und die blende ich euch einmal ein. Und falls ich das Foto nicht mehr habe, dann tut's mir leid. Ja, auf jeden Fall ist er hingegangen, hat die Fotos gemacht und ist hingegangen und hat Nestle geschrieben. Ich sagte, ne, gehst jetzt hin und schreibst den jetzt. Ja, sagte er, möchte einfach nur hingehen und denen schreiben, dass die bei dieser Chargennummer, wie auch immer, bei dieser Produktion, die da gemacht wurde, eben die Tüten defekt sind. Ja, ist hingegangen, hat denen dann geschrieben, eben so und so, dass wir auch Bilder haben. Dass das eben so passiert ist und alles. Und ja, und dann haben wir dann, ich glaube, ein oder zwei Tage später eine Antwort gekriegt, weil ich zum Udo sagte, ob du da jemals eine Antwort kriegst. Sagt, da werden wir ja sehen, ne? Ja, er ist dann hingegangen und da haben wir eine Antwort gekriegt, irgendwo drin steht, vielen Dank, dass sie sich freuen, dass wir eben Bescheid gesagt haben, dass da eben noch besser drauf geachtet werden muss, dass eben natürlich auch die Tüten, wie es auch sein soll, verschlossen sind und ja, dass die eben immer weiter an ihrer Entwicklung arbeiten und so weiter und so fort eben. Aber Dankeschön, dass wir Bescheid gegeben haben. Und eben als Dankeschön von denen kriegen wir da eine kleine Leckerei zugeschickt. Ja, sag ich zu Udo, kriegen wir doch einen Schokokrossi. Ja, jetzt hat mich dieses Paket erreicht und ich bin ehrlich geflasht. Also da kommt mein so ein schön Nestle-Karton und das Dingen ist voll. Ich zeige euch das einmal. Also ich bin echt geflasht. Wie schon gesagt, meine Schokokrossis. Aber ich bin jetzt ehrlich hingegangen und eigentlich habe ich gar keinen, haben wir nicht verlangt oder gedacht, dass es das heißt so, ne? Wie ist es, wir wollen da jetzt was für haben. Nur Udo ist einer, der macht das gerne eben einfach, es muss ja nicht 100 anderen Paketen auch noch so gehen. Ist ja auch doof, ne? Wie sagt man, die Knackigkeit geht dann ja weg und alles. Und wir wollten das einfach nur informieren. Ja, auf jeden Fall hieß es ja eine kleine Leckerei und. Da habe ich dann noch gesagt, kriegen wir dann Schokocrossis. Da habe ich mich wirklich mega drüber gefreut. Meine Kilos freuen sich auch. Nee, das war aber nicht alles. Dann haben wir noch gekriegt einmal Nuts. Das kenne ich noch aus meiner Jugend. War da drin gewesen. Das ist auch so ein Haselnuss. Ja, Milchschokolade mit einer Füllung mit Karamell. Und ganzen Haselnüsse. Ist auch übrigens sehr, sehr lecker. Dann habe ich gekriegt, habe ich noch nie gesehen oder noch nie drauf geachtet, von Nestle Vollmilchsnack. Ist da drin? Dann KitKat. Ich liebe KitKat. Oh, da freue ich mich drüber. Also die esse ich auch wirklich sehr gerne. Als wenn sie es gewusst haben. Und dann gibt es auch noch KitKat Chunky White. Den kenne ich nicht. Habe ich noch nie gegessen. Werden wir austesten. Und dann haben wir noch gekriegt KitKat Pop Shock. Auch noch nie gegessen. Aber freue ich mich natürlich drüber. Dann habe ich die KitKats auch noch in
schnell Einwurf bereit. Ja, und zu guter Letzt liebe ich auch ohne Ende die Lion Minis, 13 Stück. Also wirklich, ich meine, wir testen ja wirklich sehr gerne aus, aber damit habe ich nicht gerechnet. Also Nestle, falls ihr das seht, vielen, vielen, vielen Dank. Da haben wir uns mega drüber gefreut und damit überhaupt nicht gerechnet. Also, ich bin begeistert und meine Hüfte auch. Ich muss teilen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall wollte ich das einfach mal gesagt haben, weil auch da muss man mal Danke sagen, dass man für eine Information, die man einfach rausgeben wollte, so ein Dankeschön kriegt. Also, wie gesagt, wir testen gerne aus. Und da haben wir jetzt was zum Testen, weil, wie gesagt, diese kenne ich hier nicht. Und die Kit Kat White habe ich auch noch nie gegessen. Und der Rest, ich bin sprachlos. Also, wenn wir Danke sagen, wenn andere Danke sagen, können wir es recht Danke sagen. Es war ein kurzes Video, aber das muss auch mal sein. Und ich werde das jetzt alles wieder kühl legen, weil bei den Temperaturen, ne, wisst ihr Bescheid. War ein kurzes Video, aber ein Danke-Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!